Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal und haben die Eve gekillt. Wir haben tatsächlich Eve getötet beim letzten Mal. Und wir haben uns jetzt hier vorbereitet auf irgendwas. Wir sollen jetzt hier rausgehen. Und dort wartet das große Finale auf uns. Oh mein Gott, und wir haben Spielzeit von 9 Stunden. Das ist schon ordentlich. Ordentlich schnell uns gelungen. Gut, Leute, habe ich denn alles hier? Was habe ich für eine Waffe? Wir sind voll geheilt. Eine Waffe habe ich hier, diese G3. Ja, das ist gut so, wie es ist. Die West ist auch stark. Ja, Leute, dann 771 Hitpoints. Bonuspunkte. Können wir die noch? Bonuspunkte. Die können wir noch... Oh, schau euch das an. Active Time. Da können wir noch alles draufpacken. So, Active Time, Leute, damit der ATP-Balken hochgeht. Gut, Leute. Wir sind auf einem Schiff. Wir gehen raus. So. Dann schauen wir doch mal. Alles klar, Leute. Dann geht's mal weiter. Ein bisschen Weihnachten, ne? Ja. Erzähl's mal. Okay, Leute. Verzeihen Sie die Verspätung. Wir konnten nicht an die Kreatur ran, bevor wir die Finalbestätigung bekommen haben, dass sie tot ist. Ihre Hilfe wird sehr gewürdigt. Bitte ruhen Sie sich drinnen aus. Als Mitbürger der Vereinigten Staaten... Was geht hier los? Was ist los? Du machst mir Angst. Diese große Kreatur, dass die Mitochondria kreiert hat, war... Oh nein. Das kann doch nicht der Uterus von dem ultimativen Lebensform sein. Nein. Oh mein Gott, Leute. Ja. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Eve hat es tatsächlich geschafft. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow. Das ist übel. Was zum Teufel ist das? Das soll doch wohl ein Witz sein. Das ist die ultimative Lebensform. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Was sind das für Explosionen? Die Energie von den Mitochondrien muss außer Kontrolle geraten sein. Bis zu dem Punkt, an dem es Explosionen hervorhebt. Oh nein. Wir Hubschrauber. Bitte folgen Sie mir. Ich denke, da alles, was wir machen können, ist zu laufen. Ah ja, komm schon. Ah ja, was ist los? Ich muss mich darum kümmern. Ah ja, nein. Macht euch keine Sorgen um mich, ich komme schon zurück. Bitte beeilen Sie sich. Halte Klappe, Mann. Ah ja, bitte nimm... Willst du schon wieder mit deinem Voodoo-Zeug hier hinkommen, was? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nein, Daniel, bitte, das ist anderes, das ist nichts Voodoo-mäßiges. Beeilen Sie sich, bitte. Ihr beiden sollten abhauen, jetzt. Ah ja, du kommst mit, hast du gehört? Mhm. Okay. Ah ja, muss ich also darum kümmern, ja. Dieses fette Ding. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ist das eklig. Darf ich vorstellen? Die ultimative Lebensform. Das ist es. Ist entweder du oder ich. Derjenige, die es hier weiterschafft. So, das ist die Frage. So, direkt draufballern. So, und Abstand halten von dem Ding. Sofort Abstand halten. Oh mein Gott, der letzte Endboss. So, der letzte Endboss. So, das erste Ding, also dieses Baby, das ist ja nicht so schlimm. Ne? Das ist ja nicht schlimm, das Baby. So. Es hält viel aus, ja. Aber es ist noch nicht so schlimm, Leute. Weil, das kann ich euch jetzt schon sagen. Nein, das sage ich euch einfach nicht. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Dieses Baby ist einfach krank. Schaut euch das an, wie viele Quadronenkugeln das Ding aushält. Aua. Ja gut, aber das geht ja noch. So, ich habe einfach so Respekt vor diesem Boss. Es ist einfach so. Zum Glück kann ich laufend schießen, ey. So. Zum Glück kann ich laufend durchballern. So. Kann das Ding bald mal sterben? So. Kann das Ding bald mal kaputt gehen? So. Ja, Leute. Seht ihr das? Das Babys Geschichte. Das Babys Geschichte. Denkste, schaut euch das an. Es wächst? Was passiert hier? Ja, schaut euch das an. Es ist gewachsen, das Ding. Okay, Leute, mach einmal Liberate. So, Leute, schaut euch das an. Das Ding ist groß geworden zum Teenager. Oh mein Gott. Ja, seht ihr das? Das ist die ultimative Lebensform. Das ist so krass, das Vieh. So, aber wir haben zum Glück unseren Liberate hier. Mit dem Ding sollte das doch gut gehen, ey. So, zweimal noch, ne? Einmal noch, ja. So, Leute. Gut. Bin ich mal gespannt. Was hat das jetzt gebracht? Einmal Liberate, okay. Nichts! Okay, nichts. Ja, okay, dann. Wir haben zum Glück eine große Range. Schaut euch das an. Es teilt sich zwei. Oh mein Gott. Ah, shit. Okay, Leute, das Ding teilt sich in zwei auf. So. Soll ich mal den Raketenwerfer hier nehmen? Ja, kommt, Leute. Nimmt den Raketenwerfer. Nein, 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 nein. Wechselt die Waffe. Nimm den Raketenwerfer. So. Gut, die Active Time, die wird viel schneller voll. So, Leute, der macht ja gar nichts. Warum macht der nichts? Ach, das ist ja geil, Leute. Der macht gar nichts. Ja, das ist natürlich easy jetzt, ne? Dann ist natürlich easy. Der ist eingefroren. Durch meinen Zauber, dann hat er also doch was gebracht. Ha, ja, geil. Ja, dann, Leute, das ist doch mal mega cool. So. Zählt aber auch extrem viel aus, ne? Ich find's krass irgendwie, dass der nichts macht. Also das hatte ich stressiger in Erinnerung. Wirklich. Das hatte ich wirklich stressiger in Erinnerung. So. Das Ding ist im Arsch. Das Ding ist jetzt wirklich im Arsch, oder? Denkste. Leute, denkste. Schaut euch das an. Das Ding ist erwachsen. Oh mein Gott. Das Ding ist erwachsen. Oh, schaut euch das an. Das muss das erwachsene Wesen sein. Das ist es, Eier. Das ist jetzt der ultimative Kampf hier. Oh, schaut euch das an. Das Ding ist so mobil. Oh, schaut euch das an. So. Ah ja, komm, Liberate. Auf das Ding drauf, los. Hau rein. Hau rein, Eier. Ah, zack, zack. Das ist übel. So. Zack, zack. Boah. Was hat das gebracht?
Mein stärkster Zauber, den ich hier hab, ey. Nichts. Seht ihr das? Es hat nichts gebracht. Null. Aber gut, ich habe ja Autozauber drin. Ah! Ja, okay, das ist jetzt blöd. Gut, scheiße, schieß einmal drauf. So, und... Ach, du Scheiße. Ah, dieser Zauber, der... Ja, ich habe einen Autozauber drin. Zum Glück, Leute. So, 240, Leute. Das ist jetzt dieser... Der ultimative Endkampf. Boah. So, 160. Die Mucke ist auch so episch hier, ey. So. Und draufballern. So. 240. Uah. Ach, scheiße, Leute. 75 Schaden. Und zack. So, gleich mache ich Liberate. Ach, du Scheiße, diese Bälle. So, Liberate. PE. Liberate. Komm. Ah, ja. Mach das Ding platt. Mach das Ding platt. Zack. So. Meine Güte, also das ist ein Fido. Ich sag's euch. Die ultimative Lebensform. Zack. So, schön mit Abstand, wie es sich bei Corona gehört. Und weiter geht's. So. Ah ja. Was? Okay. Okay. Er legt sich hin, Leute. Er legt sich hin. War's das jetzt? Nein, Leute, schaut euch das an. Das war's immer noch nicht. Es wächst immer noch. Nein. Evolutioniert es? Tatsächlich, Leute. Oh mein Gott. Das Ding... Schaut euch das an. Das Ding ist jetzt nochmal... So. Einmal draufballern. Eins. Keinen Schaden, Leute. Seht ihr das? Wir richten keinen Schaden an. So, wechsel mal die Waffe bitte wieder. G3A3. So. Und immer schön in Bewegung bleiben, weil diese grünen Dinger, die, seht ihr das? Die machen uns hier fertig. Aber, nicht schlimm, wir haben noch genug Medizin eigentlich. Wir schaffen das! Wir schaffen das, Leute. Ein Schaden, ja. So. Weiter geht's. Zwei Schaden, ja, toll. Seht ihr das? So. Ihr seht, wir machen keinen Schaden. Ah, nein, nein, nein. Noch nicht. Noch nicht. So. Weiter. Eins. Eins. Oh mein Gott, Leute. So. Die machen uns ganz schön fertig hier. So. Eins. Eins. So. So, dann eins. Zwei. Okay. Es geht weiter, Leute. Puh. Ich weiß, dass du weiterleben willst. Nach all dem wurdest du nur geboren, aber ich möchte auch weiterleben, wie alle anderen Menschen. Gut, okay, Leute. Verdammt. Das nimmt einfach kein Ende. Wenn ich ihr das doch nur geben könnte. Was sind das für Dinger? Das sind Patronenkugeln mit Ayas Zellen drin. Also das hast du versucht, ihr zu geben. Aber ich denke, es ist jetzt zu spät. Wir können nichts mehr tun. Verdammt, gib mir die Dinger! Daniel, was mal... Was zur Hölle? Da ist das Ding. Schaut euch das an, wie viel Schaden wir dem Ding schon reingedrückt haben, ey. Boah, Daniel. Boah, Daniel, ey. Was für eine Heldentat. Zack. Daniel. Das ist von Maida? Ja, dann muss es gut sein. Wenn es von Maida ist, ja. Dann zeig mal, was da drauf hat.
Nein! Ach, verdammt. Oh, die Range ist aber echt gering von dem Ding. Okay. Boah, seht ihr das? 999. Der ultimative Schaden. Seht ihr das? 8000 Schaden. Und haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Das wäre es ja. Boah, ist das eklig, Leute. Schaut euch das mal an. Ist das ekelhaft. Willkommen zu Parasite Eve. Ne? So. Daniel. Oh. Ja, Leute. Jetzt muss es nämlich schnell gehen. Oh mein Gott. Hier muss doch irgendwas geben, um dem Vieh loszuwerden. Ja, Leute. Diese Szene ist mir noch bekannt. Diese Szene ist mir noch bekannt, weil da kann man echt in eine Falle rennen. Da kann man echt in eine Falle rennen. So. Der Motorraum. Ja, schnell, Eier, weil das Ding verfolgt uns. Und wenn das Ding uns kriegt, dann haben wir verloren. Mach schneller. Wenn wir falsch laufen, haben wir verloren. So, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Oh Gottes Willen. Muss ich jetzt hier rechts rein oder was? Ich weiß es nicht mehr so genau, wo ich hier hin muss. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin in die falsche Richtung. Ja, ich bin in die falsche Richtung, verdammt. Aber ich habe da vorne ein Safe State gemacht, also nicht so schlimm. Ja, ich bin in die falsche Richtung. Ja. Seht ihr das? Das war's. Aber nicht schlimm, Leute. Das ist jetzt zum Ende hin nochmal, ne? Nach diesem heftigen Kampf. Ist das zum Ende hin nochmal richtig, richtiger Abfuck. So, Leute. Wir müssen hier rein. Danach auf die linke Seite. Dann auf die linke Seite. So. Dann geradeaus, dann rechts. So. Dann. Wo müssen wir jetzt weiter? Hier runter? Genau. In den Maschinenraum. Da oben ist das Scheißding. Und wohin jetzt? Es sind wieder zwei Wege. Nein, da nicht. Okay. Hier oben. Okay, hier oben rein. Oh, die Mucke, ne? Die Mucke, die macht mir so Angst, ey. Gut. Leute, letzte Szene hier. Oh mein Gott, das Vieh, das hat uns gleich eingeholt. So, wir sind im Motorraum. Haben wir's jetzt? Haben wir's jetzt? Wenn der Druck von dem Kocher hoch steigt, kann ich das Schiff explodieren lassen. Ja, dann mach es. Oh mein Gott. Da ist das Ding. Oh, scheiße. Da ist das Ding. Weißt du, wo wir sind? Wir sind in Teufelsküche. Ja, und jetzt schnell wieder raus, ne? Schnell wieder raus, ja. Schnell wieder raus. Ich kann... Die kommt nicht raus hier. Ja, aber toll. Und jetzt, Leute? Und jetzt? Ah, hier unten. Hier unten? Das schafft sie nicht mehr, hat sie gesagt. Hier unten? Hier muss doch irgendwas sein. Leute? Ja, das war's auch, ne? Da kommt sie nicht weg, okay. Das haben wir also nicht geschafft. Ich verstehe. Okay, interessant, Leute. Ja. Das endet nämlich auch in einem Game Over Screen. Schaut euch das an. Ja. Also nochmal den Weg. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Wo soll ich denn jetzt genau hin? Ja, ich weiß, Eier. Den Weg kenne ich jetzt. Dieses Ende wird fast nerviger als der Kampf, ey, wirklich. Der Kampf, den haben wir relativ unbeschadet überstanden. Nein! Nicht zurück!
Warum rennt sie denn zurück? Ja, Mann, das war doch dumm. Warum ist sie zurückgerannt? Verdammt. Diese letzte Szene, das ist nochmal... Ja, Engine Room, komm. So, Aya, jetzt mach die Tür auf und geh bitte geradeaus weiter. Dann nach links. So. Diese Mucke, ey. Da kann man echt ganz schön verrückt werden, ey. Vor allem nach diesem Kampf. Wobei der relativ entspannt war, muss ich sagen. Also das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Gut, dann hier hin. Hier runter, mach schnell, da ist das Ding. So, dann mache ich jetzt hier mal einen Speicherpunkt. So, das kann nicht mehr weit sein. Das muss da sein, aber ich frag mich, wohin danach? So, Leute, dann hier runter bitte. Weil da raus will sie nicht mehr. Ach, da vorne raus, oder was? Ich probiere es gleich mal. So. Dann sind wir ja hier, so. Genau. Wir müssen ja den Hauptmotor anmachen. So. Wir sind in Teufelsküche, ja. Das ist mir schon klar. So. Dann jetzt irgendwohin raus. Wo komme ich hier raus? Warte, was? Ja, wo muss ich denn jetzt hier hin? Hä? Wo muss ich denn jetzt hier raus? Ich komme hier nirgends raus. Das schafft sie nicht. Ja, aber wo soll ich denn raus, Leute? Wo soll ich denn hier raus? Hier ist kein Exit oder so, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder ist... Ja, es ist trotzdem. Es ist trotzdem wieder Game Over Screen. So. Wo ist es denn, Leute? Wo muss ich hin? Da ist das Vieh. Ja, ist okay, Leute. Ich frage mich jetzt echt nur, wo ich hier hin muss. Das ist wirklich scheiße. So. Das ist blöd gemacht, ey. Dass es hier keinen Weg gibt irgendwie. Keinen Weg. Hier gibt es auch keinen Weg, ne? Hier hoch? Ernsthaft? Oh mein Gott. Okay. Das Ding verfolgt uns weiter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, hier. Das ist eine Scheiß-Szenerie gerade. Haben wir es gleich. Weiterlaufen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, das fliegt gleich in die Luft hier. Ah. Hoffentlich reicht das jetzt, um das Ding endgültig zu vernichten, ey. Die ultimative Lebensform. Oh, meine Güte. Das Ding fängt an zu fliegen. Oh mein Gott. Ah, schneller. Puh. Oh Gott, noch weiter. Oh mein Gott. Hilfe. Scheiße, raus hier. Oh, sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Zack. Diesmal ohne uns explodiert hier. Ja, Mann. Yes. Yes, yes, yes. Okay. Gut. Alles klar. Wir leben. Oh mein Gott, wir leben. Und das nicht so knapp. Wir haben noch so viel Medizin übrig. Nicht schlecht. Oh, sau cool, Leute. Das war's, glaube ich, ne? So. Wir stehen wieder da. Kommt da jetzt noch was? Das wär's ja. Es ist endlich vorbei. Ich verstehe das nicht. Warum hab ich diese Kraft? Das ist, weil Maya auch in dir ist, Aya. Hm? Als deine Mutter und deine Schwester gestorben sind, haben sie einen Teil von deiner Schwester in dich transplantiert. In mich? Ja. Als du 7 warst. Du erinnerst dich vielleicht nicht dran, aber du wurdest mit einem Defekt im rechten Auge geboren.
Und so wurde Mayas Kornea in dein rechtes Auge implantiert. Ein rechtes Auge? Dann war das, was ich gesehen habe, als ich Eve geberührt habe. Es wird gesagt, dass wenn man eine extreme Erfahrung macht, dass man die dann in die Kornea gebrannt sieht. Aber das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Das war Mayas letzte Erinnerung. Das war das letzte Ding, was sie gesehen hat. Das gilt für die Mitochondrien, die in Ayas Body waren. Im Körper waren. Diese Mitochondrien haben eine andere evolutionäre Weiterentwicklung durchgeführt wie Eve. Um symbiotisch mit Ayas Mitochondrien zu leben, hat Aya still Eves Power sozusagen. Von dort hat es sich weiterentwickelt zu dem Punkt, wo sie in Symbiose mit dem menschlichen Körper leben kann. Oh Mann. Okay, krass, krass, Leute. Ich und Maya, unsere Mitochondrien-Energie, also mitochondriale Energie, angefangen mit dem Zwischenfall in Japan und jetzt mit diesem, frage ich mich, ob das eine Nachricht an die Menschheit sein kann. Nachricht? Was für eine Nachricht? Wie kann ich das erklären, wenn die Erde ein einzelnes menschliches Wesen wäre? Haben wir Menschen die Erde doch, ja, überrannt und sind wie Viren außer Kontrolle, haben uns entwickelt. Wir speziell sind, ja, was so, upsetting the natural balance of the body. Wir bringen das natürliche Gleichgewicht unseres Körpers durcheinander. Das ist definitiv Zerstörung. Nein, wir sind nicht so schwach. Seh doch mal, Menschen sind speziell Parasiten. Du kannst sagen, dass wir Parasiten sind und die Welt ist unser Wirt. Was für eine Weisheit. Guck mal, die Sonne geht auf. Oh Mann, Leute. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Die Welt ist ein Wirt und wir sind Parasiten. Was für eine Weisheit am Ende, ey. Oh ja. Oh ja, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Eve ist erledigt. Die ultimative Lebensform ist erledigt. Relativ reibungslos, ne? Das ging einfacher, als ich dachte, ey. Okay, Leute. Ah, Ben. Komm schon, Aya. Ben ist hier. Danke, Ben. Wer ist hier? Naja. Ich ging gerade automatisch. Die Geschichte wiederholt sich, Leute. Schaut euch das an. Wir gehen wieder ins Theater. Ich bin nicht so gut in diesen sozialen Dingen. Na, ich doch, ich liebe diese Sachen. Wir müssen uns fertig machen für Weihnachten. Maida, hi. Der ist auch dabei. Das ist mein erstes Mal, also ich bin nervös. Das ist, weil du mit Aya bist und weil sie so hübsch ist, richtig? Was? Nein, nein, das ist nicht. Es fängt an, gehen wir rein. Die machen Quatsch. Oh mein Gott. Es geht wieder zurück in die Oper, wo alles angefangen hat. Oh Mann. Maida, ey, dieser Wissenschaftler da. Ja, der Daniel und Ben kommen wohl spät, richtig? Sie sollten besser sich beeilen, es fängt gleich an.
Ja, Maeda. Das Badezimmer muss wirklich voll sein, hast du recht. Was ist los? Du bist angespannt. Oh Mann, Maeda. Ja, natürlich. Ist nervös, ne? Was? Oh, das konnte ich jetzt nicht lesen. Der wollte irgendwas erzählen, aber... Geh weg, Maeda. Ja, richtig. Ich sitze neben Aya. Sorry, wir sind spät dran. Daniel. Ach ja. Maeda. Sollte das ein Flirt werden? Ich weiß es nicht. Okay. Das Theaterstück wiederholt sich. Das Theaterstück vom Anfang mit einer anderen Hauptdarstellerin. Ja. Vater, bitte gib mir die Erlaubnis, um Eva zu heiraten. Das gute alte Theaterstück. Ich verbiete es. Du weißt ganz genau, was passieren wird, wenn es so kommt. Die, die auf ihre Schönheit reinfallen, sterben alle auf... Hoch... ja. Sie ist diejenige, die nach den Toten gelitten hat. Sie ist böse. Wache, nimm sie fest und verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Oh, Feuer? Ja. Ja. Feuer, Leute. Die sind traumatisiert noch von Eve, deshalb. Vater. Wenn du sie zu Tode möchten willst, dann möchte ich auch sterben. Edward. Eva. Eva. Hm? Okay. Eva. Fängt das jetzt von vorne an? Könnten Sie bitte sich hinsetzen? Oh, sorry. Hört doch mal auf, Leute. Ja, ja. Ah. Sie fängt wieder an zu singen. Gute Eve. Oder Eva. Eva ist es ja jetzt. Nicht Melissa. Eva. Da passiert nichts. Okay. Das ist doch schon mal gut. Ja, Leute. Das war's. Dieses Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, Leute. Ich kann's euch gar nicht sagen. 2 Monate lang oder 3 Monate lang hat mir das Spiel echt Spaß bereitet. Ja. Genießen wir noch die letzte Cutscene. Oh, was geht denn jetzt ab? Wow, 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 wow. Wow, 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 was? Was zur Hölle? Aha. Was zur Hölle? Alle haben rote Augen. Dieses Ende, Leute, werde ich euch gleich erklären, was es damit auf sich hat. Glaube ich zumindest, also es ist noch nicht abschließend geklärt. So, kommt jetzt noch irgendwas, oder? Kommt jetzt noch irgendwas? Nein, Leute, das war's. Oh mein Gott, das war's mit Parasite Eve. Wirklich jetzt, Konzept Sakaguchi. Oh Mann, Leute, das Spiel. Die beiden Teile von Parasite Eve. Meine Güte, was kann ich dazu sagen? Es ist einfach geil. Einfach ein richtig geiles Spiel. Ich weiß, es gibt noch so ein extra Gebiet, wo man noch hin könnte. Jetzt hier nach, aber nee, das werde ich nicht machen. Ich glaube, wir sollten es bei einem Durchgang beruhen lassen. Wir waren am Ende echt mächtig.
Und der Bosskampf, der ging echt einfacher, als ich es gedacht hätte. Ich hätte damit viel, viel, viel mehr Probleme mitgerechnet. Aber wir waren halt auch gut vorbereitet, ne? Ja, liebe Leute, Parasite Eve ist vorbei. Nachfolgeprojekt. Kann ich euch noch gar nicht sagen, was jetzt hier nachkommt. Ich denke mal, es ist ein Star Wars Spiel. Oder Tomb Raider, muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall Parasite Eve. Ja, beide Teile durchgespielt und ich muss sagen, yo, eine richtig, richtig, richtig geile Serie. Geile Spielserie. Am Ende, Aya nochmal im Theater. Ja, das Spiel hat sich wiederholt, aber ohne eine böse Eve. Und was diese Eve, nee, was die Aya, was das da am Schluss war mit den roten Augen, das ist meine Interpretation so, dass die, dass Aya quasi die Menschen beschützt vor Eves Mitochondrien. Dass Aya quasi ihre Mitochondrien ja verteilt quasi und die dann quasi ein Schutzschild bauen, um mögliche Attacken zu verteidigen. Da bin ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Oh, schaut, hört euch mal die Mucke an, ey. Richtig cool. Und ja, wie gesagt, Parasite Eve. Wie gesagt, das war so wie ich denke, dass das Ende, dass die das ja so haben wollten, dass man das so denkt. Lasst mal eure Meinung in die Kommentare, eure Interpretation. Und ja, meine Güte. Parasite Eve ist vorbei. Oh, coole Mucke. Coole Mucke hier, ey. Japanisch, geil. Ich mag japanische Musik. Ja, und wie gesagt, das Kampfsystem hat mir mega viel Spaß gemacht. Auch die Storyline, dass sich Mitochondrien selbstständig machen, ist nicht ganz aus der Welt gegriffen. Klar, dass sie sich selbstständig machen, schon. Aber es war realistisch gemacht und das fand ich doch mal mega geil an diesem Titel. 1997 hat das gespielt. Ja, war detailgetreu, muss ich sagen. Oh, geil. Die Musik ist einfach mehr. Hammer. Hammermusik. Leute, wir haben es geschafft. Meine Güte, dieses Spiel hat mich jetzt wirklich 3 Monate lang unterhalten. Davor der zweite Teil auch 3 Monate. Also insgesamt ein halbes Jahr Parasite Eve. Ja, das ist schon eine lange Zeit. Und ich möchte mich bei allen hier bedanken, die hier zugeschaut haben. Speziell auch meinen Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, das mit euch zusammen zu spielen und euch daran teilhaben zu lassen. Und ja, wie gesagt, seid auch alle mal gegrüßt hier an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, beim nächsten Projekt. Aber erstmal hier einen richtigen Abschluss zu Parasite Eve finden. Den dritten Teil, den werde ich nicht spielen, weil, ja, ich denke, es ist jedem bekannt, der dritte Teil, der ist einfach schlecht. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist einfach nur Geballer und, ja, Parasite Eve ist für mich nicht Geballer, sondern eine gute Story. Genau, und ja, am Ende haben wir dieses Riesending, diese ultimative Lebensform noch besiegt. Genau. Dann sehen wir jetzt hier noch die ganzen Produzenten. Masaki Sakai. Ja, diese Namen, die sind halt schwer auszusprechen. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind. Und da würde ich sagen, warten wir jetzt nochmal das Ende ab. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ja, der Abspann ist sehr lang, finde ich aber gut, weil das Lied, das ist echt super. Den Titel werde ich mir raussuchen, der ist echt cool. Gutes Lied. Ja, meine Güte, kein Parasite Eve mehr. Puh, das ist gerade ein bisschen emotional für mich tatsächlich. Weil man hat ja auch, man hing ja auch so ein bisschen da dran, ne? Und
für meinen ersten Durchlauf generell Parasite Eve 1 war das schon ordentlich, fand ich. Also, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber es lief doch relativ reibungslos. Da hätte ich an der einen oder anderen Stelle mit wirklich mehr Schwierigkeit gerechnet. Aber gut, Leute, jetzt habe ich auch den ersten Teil mal gespielt. Hab den vorher, wie gesagt, noch nie gespielt und ja. Er ist sogar genauso gut wie der zweite, würde ich sagen. Also, was jetzt besser ist, erster oder zweite, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Muss man ja auch nicht, ne? Man kann ja auch Spiele gleich gut finden. Ne? Und ja, Localization Specialist. Okay. Wie gesagt, ein Spiel von Squaresoft, da steht es auch nochmal. Ich fand den Mix einfach geil, dieses Rollenspielartige und dann dieses Geballer dabei, dass man sich quasi aussuchen konnte, ob man Zauber nehmen konnte oder Munition. Fand ich super gelungen, wirklich, muss ich sagen. Super, super gelungen. Und ja, Square Electronic Arts. Wurden die von EA übernommen? Das weiß ich gar nicht. Das wäre echt interessant. Ja, Special Thanks an diese Leute. Und natürlich auch an meine Abonnenten, klar. Und ja, dann haben wir doch einen sehr schönen Abschluss zu Parasite Eve gefunden. Erst den zweiten, dann den ersten. Ja, doch. Super. Viel mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, was ich da noch sagen kann. Aber ich glaube, das Outro ist auch gleich vorbei, denke ich mal. Oder kommt jetzt noch mal was? Coole Sounds im Hintergrund. Ach, einfach geil, Leute. Parasite Eve durch. Oh mein Gott. Kommt jetzt noch mal eine Statistik oder so? Bin ich mal gespannt. Ja, die Folge ist länger, aber es ist eine Finalfolge, ne? Deshalb, ja. Kommt jetzt noch mal eine Statistik? Tatsächlich, Leute, schaut mal. Bonuspunkte. Und wir hatten am Ende Level 34. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bonuspunkte 3000, yo. Level 34, ich weiß nicht. Wart ihr höheres Level? Wart ihr niedrigeres Level, als ihr gespielt habt? Sagt mal in die Kommentare. Speichern brauche ich. Ja doch, komm. Speichere das einfach mal ein letztes Mal. Sehen wir auch EX-Mode, Leute. Das ist dieses EX-Mode. Das ist quasi. Ja, sowieso. Das ist quasi ein spezieller Durchgang. Ne? Und das würde ich mir eigentlich ganz gerne sichern. Insert Disk 1. Insert Disk 1? Nee, Leute, das mache ich jetzt nicht mehr. Gut, Leute, da wird jetzt auch nur noch das Intro kommen. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, Moment, dann wechsle ich mal den Speicherplatz, weil wenn ich was anderes spiele und ich möchte mir den aber behalten den Speicherstand, falls ich nochmal den EX-Mod spielen möchte. Genau, das ist nochmal ein zusätzlicher Mod-Mode und da gibt es ja noch dieses andere Gebiet und vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Aber ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.